Okay, Marius und ich sind jetzt in Trierkastelle angekommen und es ist sehr früh und da haben wir gemeinsam beschlossen, noch bis nach Samos zu laufen. Das sind ungefähr 10 Kilometer. Wir haben vorhin gut was vom Regen abbekommen. War echt fies, aber zum Glück hat es nicht lange geregnet. Kurz danach haben wir einige der Amerikaner getroffen und haben mit denen noch zum Mittag gegessen zusammen. War echt nett, sind echt nette Leute und sehr sympathisch. Ja, jetzt gucken wir, dass wir nochmal ein paar Kilometer laufen, ungefähr 10 und... Buen Camino. Marius zusammen bis nach Samos gelaufen und wir haben auch wieder Gutes vom Regen abbekommen. Ja, wir sind hier in einer schicken privaten Herberge. Die ist auf jeden Fall super schön. Alles ist total modern und neu und sauber. Allerdings ist sie mit 9 Euro auch teurer als die meisten Herbergen, in denen ich übernachte. Und ja, wir sind hier genau mit unseren amerikanischen Freunden sogar auf dem Zimmer und ich glaube, die hätten vor, später alle zusammen noch was zu kochen und so. Es wird bestimmt wieder lustig. Like 3 days ago, it was just a rough, it wasn't a super difficult day, like trying with our bodies, but I was getting really impatient with people, and then I just started feeling guilty for feeling impatient because I wasn't being, like the point of the whole Camino is to be patient and be able to work well with the group, and so I was just feeling really guilty, and yeah, so... wasn't being as loving as I could have been, so I was tearing up because of that. Yes. Are you Maurice? Yeah, have you cried? Okay. Well, I cry also. But not because I was unhappy, because I was happy. I think it was like 4 days ago or something like that. And it was like walking and walking. And at the beginning of the Camino, I come here for, I don't know, maybe the typical crescent, like, for me at least, where is God and why is God and where I am and stuff like that. And I'm not quite sure. I get the first 14 days or so no answer to any kind of questions. And then I meet you at Hospital de Obi or something like that. And there was Matt from your group. And he told me, I don't know, we asked him something and he told us God had always 3 answers, yes, no, or not yet. I heard that you settled down, that you found a girl that you're married now. I heard that your dreams came true, 'cause she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I hope you see my face, that you'd be reminded that for me it isn't over.
Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. My friend is the same way. And they're working. 100 Kilometer bis nach Santiago. Ist doch ein Klacks, oder? Ich bin jetzt in Ferreros. Und das war wieder ein sehr heftiger Tag heute. Wir kamen dann an diesem Ort hier an. Und es gibt zwei Herbergen und beide waren voll. Am Anfang des Ortes, was heißt, es ist gar kein Ort, es ist einfach nur ein Platz, wo zwei Herbergen stehen und eine Bar in der Mitte ist. Also das kann man als Ort gar nicht bezeichnen. Am Anfang, also als wir dann hier ankamen, standen da schon zwei Amerikaner und sagten, oh, beides ist voll, ihr müsst noch 3,5 Kilometer weiterlaufen bis zum nächsten Ort. Aber Maris und ich, wir hatten so starke Schmerzen, dass ich dann trotzdem versucht habe, einen Platz zu bekommen. Und es hat wieder funktioniert. Ich habe ein bisschen betteln müssen und jetzt haben wir zwei Matratzen und liegen quasi im Aufenthaltsraum. Es ist okay. Zahlen dafür auch 4 Euro weniger, statt 10 oder 6 Euro und haben auch unsere Ruhe, weil dann wahrscheinlich nicht so geschnarcht wird, von daher finde ich es gar nicht so schlimm. Was allerdings schlimm ist, ist, dass meine Füße wieder sehr schmerzen, richtig extrem, und der rechte kleine Zeh blutet wieder. Morgen soll es trotz der Schmerzen 35 Kilometer zu einem Ort gehen, von dem ich den Namen wieder vergessen habe, aber spielt auch gerade keine Rolle. Es sind 35 Kilometer wäre schön. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich das gar nicht schaffe mit diesem Fuß und mit den Schmerzen. Ja, wir haben jetzt auch Sarias hinter uns gebracht. Sarias ist der Ort, bei dem viele Pilger starten, die nur die letzten 100 Kilometer gehen möchten. Ich bin jetzt bei irgendwas mit 90 Kilometern und das heißt, ab jetzt ist es richtig voll auf dem Camino. Viele starten da, gehen nur die letzten 100 Kilometer, um die Compostela zu bekommen. Und auch denen wird leider ein Bett in den Herbergen gegeben. Ich meine, steht denen ja auch zu, aber... Ja, ist schon blöd, wenn dann Leute, die gerade mal ein, zwei Tage unterwegs sind, die dann das Bett vor der Nase wegschnappen. Das ist schon ziemlich mies und deswegen geht es in den nächsten Tagen auch immer zeitig los, damit man zeitig am Etappenziel ist. Kurze Pausen. Ja, noch 3 Tage plane ich ein. Wir haben heute Freitag, ich möchte Montag in Santiago ankommen. Das heißt, ich muss mindestens 30 Kilometer pro Tag laufen. Wie lange Marius noch mit mir mitläuft oder das gleiche Ziel hat, weiß ich nicht. Er wollte mal einen 50 Kilometer Lauf machen, das ist mir zu viel. Und ich fände auch die Idee schön, am Montag allein nach Santiago zu laufen, denn ich habe die Reise letztes Jahr alleine in São João begonnen und möchte eigentlich auch alleine ankommen. Ich bin jetzt in Palas de Rei. Zum heutigen Tag gibt es nicht viel zu sagen. Es waren, ich glaube, ca. 32 Kilometer. Ich bin den ganzen Tag alleine gelaufen und die Füße haben zum Glück mitgespielt. Ja, wie gesagt, viel zu sagen gibt es nicht. Ja, in 2 Tagen sollte ich in Santiago ankommen. Bis dahin, buen camino.